Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit dem Brian, der ist nämlich aufgestiegen, erster Glücksfreund, aber ist leider nicht in der Gruppe. Der ist aufgestiegen zu Glücksfreund mit Linsira und das war wirklich sein erster Glücksfreund, der hat vorher noch keinen einzigen gehabt. Dann wurden die Medaillen verteilt für das GoFest Dortmund am 6. Juli. Die hat man schon ein paar Tage vorher bekommen. Richtig cool, wie das aufgeploppt ist. Habe ich gleich einen Screen gemacht. Auch Pupsi hat ihre Medaille abgescreent und in die Gruppe reingeschickt. Nummer 2, der Nägelmon, hat noch ein Shiny Alola Kleinstein bekommen. Die Sally Maus hat ein 0%iges Plinfer gefangen, was auch richtig genial ist. Manche sammeln ja wirklich die 0%igen und sagen, die sind ja wertvoller und seltener als 100er. Also seltener sind sie sowieso. Ob sie wertvoller sind, weiß man nicht, weil man macht damit ja eigentlich eh nichts. Aber sammeln kann man ja alles. Der Carskill, so, Nummer 1, Alola Shiny, mal sehen, was noch so kommt, hat ein Shiny Alola Slimer gebrütet. Da seht ihr auch gleich mal, wie das aussieht. Auch lila gehalten und hat aber einen gelben Mund. Dann die Sally Maus, dritte Woche in Folge. Wer kennt das nicht? Ihr holt den Feldforschungsdurchbruch ab, bekommt Latios. Freut euch auf die nächste Woche, bekommt Latios. Wartet gespannt, was die Woche darauf rauskommt. Und es ist wieder mal Latios, also Carskill mit einem Shiny P, auch gebrütet. Auch richtig gute Sache. Da fehlt mir, glaube ich, noch ein drittes. Zwei Stück habe ich da auch. Dann war ich mit Iswo unterwegs in Karlsruhe. Da habe ich mal kurz einen Screen gemacht, wie es da so zugeht, wie es da aussieht. Ja, das sind ein paar Stops, das sind ein paar Arenen, aber ihr seht, es ist alles natürlich weiter entfernt. Ihr müsst da weite Strecken laufen, nicht so wie hier in Hibuhausen, da ist ja alles auf einem Fleck. Dann die Ditch Nummer 2 mit ihrem Shiny Alola Radfratz. Glückwunsch auch dafür. Der Sandro, der hat wieder mal den Jackpot geknackt. Na endlich, mit einem Shiny Partyhut Pichu, denn der sammelt ja wirklich jedes Pikachu als Shiny, jedes mit Verkleidung, mit Hütchen und die Babys dazu und der gibt nicht auf, bis er alles hat und jetzt also auch das Shiny Partyhut Pichu in seiner Sammlung. Ja, dann, keine Ahnung, habe ich einen Stop bei mir zu Hause bekommen an den Stolpersteinen, deswegen habe ich den hier mal fotografiert, ich dachte, den habe ich schon mal erwähnt. Aber nee, der ist neu. Stimmt, da habe ich nochmal ein extra Video darüber gemacht. Das kommt dann irgendwann. Das seht ihr. Also vergesst, dass ich das gerade eingeblendet habe. Hanseatisch, Süddeutsche, Zentraleisenbahn. Auch neuer Stop in Hildburghausen. Ein weiterer Nulli für die Sammlung zeigt uns der Kenny. Level 27, Mankey mit 0%. Bob the Rob auch mit einem Shiny Alola Radfratz. Ihr seht, das war ja eben noch von letzter Woche bis zu dieser. Da waren die Alolas auch noch vermehrt. Hier sieht man nochmal meinen Stop in voller Pracht und wenn man da richtig steht und mal die App anmacht, dann kommt man an zwei Stops und eine Arena gleichzeitig. Das ist richtig cool, dadurch spawnen da jetzt auch mehr Pokémon, weil das Stops sind. Dann die Michelle, endlich habe ich auch eins von denen. Von denen bleibt bestimmt auch das letzte, ein Shiny Alola Sandan, was auch richtig cool aussieht mit diesem blauen Bauch und der blauen Schnute, eben im Kontrast zu diesem weißen Rücken, Fell, wie auch immer, was es da auch hat und die schwarzen, knopfigen Alien-Augen. Der Farlaub Dam hat ein Shiny Sichlor bekommen auf Level 3 mit 4-9%, alle Werte auf 1 vielleicht, das wäre richtig cool, aber Shiny ist Shiny, das will man ja erstmal haben. Dann habe ich ein Shiny Isso gebrütet, was auch sehr selten ist eigentlich, habe ich mich gewundert, ich habe mir damals alle ertauscht, jetzt habe ich selber eins bekommen, ist frei dann wieder zum Traden, zum Weggeben. Der Pushner mit einem Shiny Spoink, wer damals keins beim Jahr des Schweins bekommen hat, der kann die natürlich jetzt immer noch kriegen. Wenn die einmal im Spiel sind, dann bleiben die ja für immer. Wisst ihr Bescheid. Hab auch mal wieder Glück gehabt, die Terrorzicke, auch mit einem Shiny Alola Radfratz, genauso wie ein Shiny Nidoran männlich, was dann zum GoFest eingeführt wurde. Hinterher auf dem kleinen, nee, auf dem großen, aber dann hier wieder mal auf dem kleinen Account die Sally Maus, auch mit einem Shiny Nidoran männlich.
Mann, immer zu, wenn ich hier hochgucke, denke ich, ich bin Sonja Zitlo, weil ich immer zu so einem Schielblick habe. So, keine Ahnung, das ist durch die Spiegelung bei der Brille da. Ich hätte es nachher machen müssen, wenn die Welt untergeht, das sieht das alles besser aus. Jetzt denke ich immer zu, ich schiel. Am besten, ich mache das eine Auge zu und gucke die ganze Zeit nur so, da fällt das nicht so auf. Wer es braucht, liegt auf dem Markt. Ein 96%iges Bummels, saß dann noch rum, Bummels am Wochenende ja auch nochmal vermehrt gewesen, ist nochmal vermehrt aufgetreten, eben als Entschädigung für den verkackten C-Day, wo dann gar keine Bummels mehr aufgetaucht sind. Boah, ich sehe immer zu nichts, ich mache das Auge am besten wieder auf. Erster Fang beim Fabian Prowatzki, erster Fang und gleich Shiny, so hat das Shiny Bummels also ausgesehen, wieder mal rosa. Bobserob dann aus dem Feldforschungsdurchbruch, denke ich mal, deswegen ist es ja Level 15, ein Shiny Kyogre bekommen, denn Groudon und Kyogre können jetzt auch im Feldforschungsdurchbruch sein, zusammen mit Latios und Latias. Aber das wissen wir ja alle, auch der Brian mit einem Shiny Nidoran sitzt auf Mark, noch ein 98%iges Bummels hinterher, wem das 96er nicht gereicht hat. Niantic macht Geburtstagsgeschenke vom Kenny, der auch mit zwei Shinies gleich da, ein Nidoran und auch ein Isso. Glückwunsch natürlich, willkommen im Club, Shiny Isso gebrütet. Deferis auch mit einem Shiny Bummels unterwegs. Bei mir ist heute Shiny Day, auch ein Bummels Shiny beim Brian. Auch der Lift-Up Raider, ich habe es jetzt auch endlich. Auch ein Shiny Bummels hinterher, auch mit richtig guten Level, Level 32. Der Quede zeigt uns, wie man den Feldforschungsdurchbruch richtig nutzt. Der hat nämlich bei seinem letzten erst ein Shiny Latios bekommen und bei eine Woche später bekommt er einfach ein Shiny Latias hinterher. Also bei dem läuft es richtig aus den Durchbrüchen. Ich habe bisher, glaube ich, noch kein einziges Shiny aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen. Musste die immer alle aus Raids ziehen. Sally Maus, yes, mit einem Shiny Roselia. Meins ist schon ein Jahr her, damals von Dortmund, aber ihr seht, wenn ihr mal was nicht bekommt bei einem Event oder irgendwas, ist nicht schlimm, weil ihr habt einfach die Möglichkeit, je länger ihr spielt, das kommt irgendwann wirklich von ganz alleine. Die Sally Maus ebenfalls mit einem Shiny Nebulak, der Pushner nochmal mit einem Shiny Bummels, mit dem Ball gefangen, gar nicht gemerkt, Rastplatzfang in Berlin, zweites Spoing Shiny. Auch richtig gute Sache. Das erste hat er ja wahrscheinlich schon entwickelt gehabt. Wie man hier sieht, der Schatten ist unten nämlich nicht mehr da. Dann der Stefan Landei mit seinem No-Gym-Account. Alle Typ-Medaillen auf Gold. Drache war die letzte und Alola Kokobai regelt. Das war früher natürlich richtig beschissen. Da gab es nämlich nur Dratini als Drache. Und Dratini war auch so verdammt selten. Dann hat das bei den meisten wirklich als am längsten gedauert. Und Drache hat bei den meisten gefehlt, das wirklich voll zu kriegen. Mittlerweile gibt es ja mehr Drachen-Pokémon, die man eben auch fangen kann. Und jetzt, wo auch Alola Kokobai vermehrt da war, konnte man die nutzen, um die Drachenmedaille voll zu machen. Huch, wie das glitzert. Beim Stefan Landei auch ein Shiny Nidoran gefangen. Der Thomas Samaschke hat ein bisschen getradet, hat jetzt ein 100%iges Lunastein bekommen. Leider nicht als Shiny, aber trotzdem so auch coole Sache. Und er hat auch das, wie heißt das? Burmi, genau. Burmi als Buddy genommen, damit er es eben da vorne rumbaumelt zwischen den Beinen. Könnt ihr ja mal machen. Wenn ihr irgendwelche bestimmten Posen habt im Spiel, sieht das noch lustiger aus. Habe ich ja mal gesagt in einem Video. Wullahai hat auch einen Shiny Sichlor bekommen mit 1116. Ist natürlich schon besser als das vom Fahrlaub. Aber wie gesagt, Shiny ist Shiny. Dann beim Lift-Up Raider, was einem so alles über den Weg läuft. Auch ein Shiny Alola Kokobai. Richtig gute Sache. Bobserob, Köln rockt. Noch ein Bummels hinterher. Dann habe ich irgendwo einen 96er Evoli gehabt und hatte das kurz bewertet. Und da hat der Ismo gleich geguckt und boah, so eine Scheiße, wenn er sieht, was da alles drinsteht, die ganzen verschiedenen Kombinationen. Was ist das jetzt nun, wenn das das ist? Wie hat das dann hier und dann dort und dann bla und keine Ahnung. Und das sah so verwirrend aus, wollte ich mal einen Screen machen, weil da so viel dabei mitsteht. Das könnt ihr natürlich ausstellen, ihr braucht euch ja die PvP-Sachen gar nicht einblenden lassen. Wenn ihr Kalzi IV nutzt, dann kommt das auch nicht zur Verwirrung. Der Mitchell mit einem Shiny Mushas, das hängt ja einigen schon zum Hals raus, aber ist trotzdem immer noch ein cooles Shiny, ist wenigstens mal nicht rosa oder grün, sondern orange, orange ja eigentlich selten. Horst of Death mit einem Shiny
mit einem 100%igen Bummels, also der Kenny mit einem 100%igen Bummels, Level 30, Heidewitzka, weil guckt euch das an, wie fertig das ist, einfach nur. Dann der Nebels, immer wieder sonntags, bringt Telebingo Glück, auch ein Shiny Bummels bekommen, ihr seht, manche, die haben, hatte ich heute früh auch schon bekommen, schreibt der Tobi G. Auch ungefähr die gleichen WP. Ihr seht also, der C-Day wurde nachgeholt das ganze Wochenende und fast jeder hat da wirklich was Gutes noch bekommen, rausgeholt, ob gute IV oder Shinies, da wurde einigen was hinterhergeworfen. Bob the Rob mit einem Shiny Kabuto, was auch richtig cool ist, mit diesem Pfeffigrün, was auch eins der selteneren ist, wenn man das mal so sieht, denn das Nidoran haben jetzt viele bekommen, das Bummels auch, aber Kabuto eben nicht so viele. Sally Maus mit einem Lucky Carbador 93%, Mitchell nochmal mit einem Shiny Sichlor, Mitchell nochmal mit einem Shiny Groudon. Der Stefan Landei hat von Dortmund nochmal einen Screen auch geschickt, denn wie in Chicago wurde auch in Dortmund am Ende des Go-Festes so ein Raid-Test gemacht. Da waren es nicht ganz so viele Arenen wie in Chicago, trotzdem 6 Stück, wo 5 Minuten lang ein Mauzi erschienen ist, was man bekämpfen konnte. So sah das dann aus, bevor die Eier aufgegangen sind, so also auf Waren. Da waren wir leider nicht da, das war ja am Sonntag. Oder hier ein Schild von jemandem, der sucht einfach eine Freundin und ein Shiny Hut Pikachu, ein Shiny Hut Pichu, ein Shiny Abra, ein Shiny Detektiv Pikachu. Wenn ihr da was habt, ihr konntet natürlich draufschreiben, was ihr wollt. Wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, hättet ihr das ja natürlich auch draufschreiben können, Werbung für euch machen, weil da jeder drauf guckt. Habe ich leider nicht. War mir dann wurscht. Sally Maus nochmal, das nächste Glücks-Pokémon, getauscht mit meinem Mann, ein 86er Giratina und der Mann ein 89er, also zwingender Smiley, der hat da noch ein bisschen mehr Glück gehabt. Dann bin ich aufgestiegen mit Ivar Pikant zu Glücksfreunden. Am Torwiesentor in Thema saß ein 96%iges Rihorn, Level ist okay, wie ein gebrütetes ungefähr, 2 Level sogar höher von der Keller. Kann man mal mitnehmen bei Pupsi, die hat auch einen Shiny Latios aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen. Dann der Hoss, der Kenny. Müssen wir aufpassen, was wir sagen. Haha, wofür steht das denn? Tja, nein, das ist alles nur Zufall. Die werden immer irgendwie beschriftet, damit man weiß, was man tauschen kann. Aber ein 100%iges Evoli, was er da draus macht, da bin ich ja mal gespannt. Für mich kämen nur 2 Sachen jetzt in Frage, entweder Psyana oder Glaziola. Das sind die effektivsten und stärksten momentan mit, die man auch gut nutzen kann. Dann habe ich einen Shiny Europe getauscht mit dem Bullseye Passy, war das glaube ich, ja. Habe ich jetzt auch endlich ein zweites. Der Mitzenmann, noch ein Shiny Natu bekommen. Und der Extreme, was man beim Aussortieren so findet, ein 100%iges Dicta auf Level 34. Besser geht's fast nicht, Level 35 wäre noch drin, aber trotzdem gute Sache. Wir melden uns gleich zurück, denn jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und den Schocker der Woche haben wir diesmal gefunden bei Facebook oder in irgendeiner Gruppe, ich weiß es gar nicht mehr, den habe ich aber dann mal bei uns geteilt und will ihn hier nochmal zeigen, was manchmal für komische Sachen spawnen, wenn viele Pokémon auf einem Punkt vereint sind und die sich so vermischen, die Grafiken dann übereinander pixeln und vermatschen. Ihr seht, wie das aussieht, auch der Trainer dazu und diese gezeichnete Zeichnung, ein Quapsel gemischt mit Pinsir. Sieht aus wie ein Wikingerhelm, dazu aber die scharfen Klauen von Krabi und unten noch Eier drumrum von Owei. Also das ist mal eine richtig brutale Mega-Entwicklung, sagen wir dazu. Nein, eine Fusion. Und das ist doch, wer möchte nicht so ein schönes Pokémon haben als Buddy, wenn das hinter euch herschleimt und auf dem Boden rumwuselt. Fand ich richtig genial, richtig cooles Bild auf jeden Fall. Wenn ihr auch noch so coole Sachen habt. Ich wurde ja in letzter Zeit oft gefragt, wie kann man mir das zuschicken, wie kann man mir das zusenden. Unter dem Video steht immer meine Facebook-Adresse für mein normales Facebook-Konto, Ramon Hess, mein normales Profil. Da könnt ihr mir gerne Nachrichten schreiben, wenn ihr irgendwas Interessantes habt, wo ihr denkt, das muss man mal zeigen oder irgendein seltenes Shiny oder ein hochprozentiges Shiny oder auch so einen coolen Lucky Trade. Könnt ihr mir da gerne zuschicken, dann kann ich das mit reinnehmen. Bei anderen Sachen kenne ich mich leider nicht aus. Twitter bin ich eigentlich nicht aktiv und Instagram lade ich immer nur was hoch. Wusste gar nicht, dass man da überhaupt Nachrichten schicken oder schreiben kann.
Jemand hat auch gesagt, guck mal in deine Nachrichten, ich weiß gar nicht, wo das ist. Also nichts für ungut. Wenn was ist, schickt es mir am besten bei Facebook, ganz altmodisch, denn der alte Mann, ne, der kennt sich mit den neuen Sachen nicht so aus. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.